Hallo und herzlich willkommen bei Music Store TV. Ich bin Fabian und ich habe euch heute eine ganz tolle Gitarre der Firma Fender mitgebracht. Und zwar handelt es sich hier um eine Neuauflage der allseits bekannten Fender CD60, die jetzt Fender CD60S heißt, was unter anderem damit zusammenhängt, dass die Gitarre nicht wie vorher laminiert ist, sondern dass die Decke aus massivem Fichtenholz ist. Sonst haben sich ganz viele kleine andere Features verändert, die ich euch im Laufe der nächsten paar Minuten erklären werde. Die neue Fender CD60S hat, wie eben schon gesagt, eine massive Fichtenholzdecke. Revolutionär zu einem ganz, ganz günstigen Preis eine Gitarre zu bekommen, die eine Massivholzdecke hat. Was total klasse ist, auch für einen Einsteiger merkbar, ist, dass eine Massivholzdecke den Klang deutlicher, definierter und viel, viel voluminöser wiedergeben kann. Das heißt, du kannst mit deiner ersten Gitarre richtig, richtig viel Spaß haben und hast auch noch ein perfektes Klangereignis. Boden und Zargen der Gitarre sind nach wie vor aus Mahagoni, der Hals auch, ist natürlich laminiert, klar. Das Griffbrett ist aus Palisander und der Steg auch. Sonst hat die Gitarre sehr gute, stimmstabile Mechaniken, die gerade für dich als Einsteiger sehr hilfreich sind, weil du die Gitarre nicht so oft nachstimmen musst. Außerdem hat die Gitarre eine neue Verstrebung innen drin. Das heißt, wir haben jetzt nicht ein ganz normales Bracing, wir haben jetzt ein Scalloped Bracing, das heißt, die Verstrebungen innen drin sind ein bisschen flacher gemacht, somit kann die Decke noch stärker resonieren als vorher. Sonst hat sich eigentlich nicht viel an der Gitarre verändert, außer dass sie ein etwas anderes Pickguard hat als vorher, aber die Features mit dem leicht bespielbaren Hals und dem schmalen Griffbrett sind immer noch gleich geblieben. Das heißt, es ist die Top-Einsteiger-Gitarre für dich.